Yo, hey Leute und herzlich willkommen bei Tragensang Online. In dem Video geht es darum, das Event zu finishen, sage ich mal. Und ja, ich muss sagen, ich wurde vorhin schon wieder aus Map 2 rausgekickt. Das hat mir natürlich nicht so krass gefallen. Aber was soll's, ne? Kann man nicht ändern. Und ich wäre wahrscheinlich sowieso dann fertig gewesen. Bedeutet, ich habe jetzt hier noch einmal, muss ich in Map 1 rein, damit ich die 30 Holz voll kriege. Und dann hoffe ich mal, dass es nicht nochmal abschmiert in der Map 2, weil, ja, ich meine 30 Holz, da muss man vielleicht schon dreimal hier rein, mindestens. Und das ist dann schon zunehmend nervig, wenn man da dann rausgekickt wird und das ganze Holz sammeln für den Arsch war, so ungefähr. So. Natürlich haben wir hier noch ein bisschen Zeug zu sammeln. Steine lasse ich natürlich liegen, weil ich erstens mal die Steine eh schon abgegeben habe und zweitens mal hat man eh Troppen bei den meisten, also ich sage jetzt mal bei 90% Troppen mehr Steine als Holz. Das jetzt unbedingt gewollt ist, weil es gibt immer irgendwas, was nicht so geil ist, verstehe ich zwar nicht, weil dann müsste man halt 20 Holz bringen und 30 Steine, dann würde ich verstehen, wenn weniger Steine droppen, beziehungsweise weniger Holzfäller-Äxte droppen, so muss man es ja sagen. Aber irgendwie ergibt das hier wiederum keinen Sinn, dass etwas, was seltener ist, dass man davon mehr benötigt. Naja. Trotz alledem ist das Event nicht schwierig. Hatte ich ja schon im letzten Video oder in den letzten beiden Videos erwähnt. Und als CK ist es immer relativ blöd. Da muss ich immer so nah an die Monster ran. Das mag ich manchmal nicht. Ich denke manchmal, ja, kannst du schon treffen hier. Oh, stellt euch mich doch mir doch mal nicht in den Weg. So. Man dürfte ja trotzdem jetzt zur zweiten Map kommen, auch wenn jetzt hier keine Holzfäller-Axt droppt. Ich hatte ja 25, das bedeutet, 5 kleine Bäume gibt es ja in dieser Map. Sonst hätte ich nicht auf Aufnahme gedrückt, wenn das nicht so klar gewesen wäre. So. Ah, hier war sogar mein neues Verlags dabei. Jo, das muss ich dann wahrscheinlich. Sag mir mal, dass ich aufnehme, ne, weil. Pff. Etwas schlecht über dieses Thema zu reden. Ich weiß nicht, wenn das ich das selber. Ja, wenn ich dran denke, mache ich das dann raus. Genau, ich tue die Map jetzt bloß noch clean bezüglich der. Sollte lieber Herodur normal machen. Das Einzige, was bei Herodur nervig ist, ist halt das ganze Eis. Herrgott, nochmal. Muss man halt als Mage aufpassen und als DK ist es auch nicht das Problem. Muss man halt eine Befreiung frei haben, weil ansonsten macht er halt irgendeine andere Attacke, die viel Damage macht. Ja, also wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, weil wenn man 42 Millionen Glyphen in die Waffe reintun muss und davon 25% abzieht, hat man halt dann so 10 Millionen Glyphen einfach so, die man weniger da reintun muss. Und das ist natürlich ganz nett, weil dann hat man die einfach noch übrig am Ende und kann die woanders reintun.
Und das ist ja dort dann genau wieder so. Man braucht wiederum 25% weniger. Und so kann man sich schon ganz schön an so kann man sich ganz schön an Glyphen sparen. Und sag mal so, wenn man jetzt nicht der Typ ist, der dann immer wieder so umswitcht, dann könnte sich das auf jeden Fall lohnen, weil dann kann man sich einmal Premium Deluxe holen, meinetwegen auch bloß für einen Monat oder halt für 3 Tage oder einen Tag. Dann, nee, einen Tag gibt's glaube ich gar nicht. Auf jeden Fall kann man dann dort hier mit die Glyphen rumhantieren und wenn man das einmal so drinne hat und Premium Deluxe dann abgelaufen ist, dann bleibt das aber auch so. Also habe ich dann statt 42 Millionen halt 30 Millionen Glyphen in der Waffe. Und hab 10 Millionen übrig, die ich woanders rein tue. Und das ist dann halt das Gute. Habt euch einmal Premium Deluxe gegönnt und habt im Prinzip so einen massiven Vorteil. So. 36. Was haben wir denn noch so alles offen? Genau. Dann gehen wir jetzt mal Map 2 und hoffen mal, dass es nicht abstürzt. Man hat es ja dann auch bloß auf Video, aber Big Point meint ja dann, nein, wir können dir das nicht zurückgeben. Es kann viele Gründe haben, warum es abgestürzt ist. Dann gehe ich ja meistens auf Damage-Schuhe. Weil sich das allgemein noch ein kleines bisschen mehr dann lohnt. Hier muss ich mich halt nicht so viel bewegen und ich meine, gut, die Monster halten eh nichts aus, aber 2, 3 Schläge brauchen sie manchmal doch schon. So, ich habe schon dann das, so das leise Gefühl, dass es vielleicht am Ende doch nicht reicht. Ich nochmal in die Dümpel-Map 1 muss. Die Barrikaden bringt im Prinzip auch noch Fernkämpfern was, weil von innen drinnen kann man nämlich durchschauen. Ja, hallo? Ach so, weil ich die Verteidigungsquest vorhin schon abgeschlossen hatte und dann wurde ich halt gekickt vom Server. Ganz toll. Und da bin ich halt wieder reingekommen und war dann natürlich in der Stadt, weil Big Point ja gesagt hat, ja, zu 99,9% landet man wieder in der Stadt. Haben sich wirklich ganz grandios ausgedacht. Vor allem, wenn man hier wieder reinkommt, vor allem, was sollte doch machen, wenn's, wenn ein, also kann man ja programmieren, wenn ein Fehlercode vorliegt, dann und man sich innerhalb von 2 oder 3 Minuten wieder einloggt, dann ist man noch in der Karte. Ansonsten ist man in der Stadt. Wo ist denn das Problem? Und nicht hier, ja, wenn egal was vorliegt, Stadt. Na, da werde ich wohl doch noch mal ganz kurz Map 1 müssen. Die werde ich natürlich dann auch komplett machen, bezüglich der, also solange ich da wieder auf 50 komme. Ich werde natürlich gucken, dass ich hier noch mal auf 50 komme, also auf 350 Kriegsausrüstung. So, das ist ja so ultra spannend hier. Drüben kommt natürlich auch gerade keiner, der auf Nahkampf ist.
So. So, gut. Wie gesagt, es reicht ganz knapp nicht, es sei denn, die drei Typen wollen jetzt nochmal 3x10 droppen, was ich nicht denke. Selbst dann hätte es nicht gereicht, na gut. Ach so, nee, Quatsch, gibt ja an Kings ja noch 25, aber trotzdem. Naja, ich will ja eh noch die 50 Kriegsdinger da voll kriegen, von daher gehe ich dann eh nochmal Map 1, logisch. Sind aber 9 Stück, die da in Map 1 droppen müssen. Na, das kann ja was werden. Wahrscheinlich dann gleich nochmal reingehen. Aber dann gehe ich nicht nochmal in Map 2, weil das ist sinnlos, wegen 10 Tragen nochmal in Map 2 zu gehen. Obwohl, wenn ich den Eingang dann eh habe, warum soll ich nichts machen, kriege ich wenigstens 5 Sphärenscherben wieder. Man kann es halt nicht genau allem recht machen. So, am besten droppen jetzt 0 solche Kriegsdinger. Fängt schon mal sehr gut an. Dynamitstange benötige ich. Ganz dringend. So. Tja. Es ist halt wirklich langweilig, weil es immer wieder dasselbe ist vom Aufbau her. Ich meine, es ändert sich nichts. Wenn man einfach mal verschiedene Maps hätte, dann wäre das wesentlich spannender. Ja, habt ihr auch schon im letzten Video bestimmt das Outro gesehen. Das ist aber noch nicht die finale Version. Da wird es verschiedene Outros geben, je nachdem, ob es nur noch einen nächsten folgenden Part gibt oder nicht. Und das ist sowieso bloß was für die PC-Leute, PC-User, weil nur die können dann so richtig da draufklicken. Aber ich kann natürlich auch oben so ein Info-Banner hinmachen, da kann man auch am Handy dann draufklicken. Und dann kommt man halt zum zweiten Part. Das ist, denke ich mal, dann noch eine andere Option, wie man das dann lösen kann für die Handy-Zuschauer. Tablet geht natürlich auch mit so einem Info-Dings oben. Wollen wir auf One-Speed-Schuhe gehen? Schön, dass die Säge schon nach dem Sprung gestorben ist. Sieht man mal, dass es voll herausfordernd ist hier. Oder hab ich's mittlerweile schon fertig? Nee, noch 4, noch 7.